Ja, also ich bin André Wagenknecht. Ich komme aus dem Vogtland im Sachsen, also angrenzende Region zum Erzgebirge. Bin seit sehr vielen Jahren Mountainbiker. Bezug zu Oberwiesenthal für mich oder zum Erzgebirge allgemein ist eigentlich, dass ich durch den Sport und durch den Downhill die Berge gesucht habe. Und das Erzgebirge war für uns das perfekte Trainingsgelände, also streckentechnisch. Die ganze Auswahl, die man hier hat, das war für uns sehr nah, um oft trainieren auch zu gehen. Das Erzgebirge an sich bietet schon, wenn man sieht, viele Möglichkeiten fürs Mountainbiken. Das ist einmal rund um Fichtelberg natürlich die Möglichkeiten, auch der Stoneman für die etwas fitteren Geübten, aber auch als Mehrtagesversion natürlich für Einsteiger. Wir haben vor ein paar Jahren immer gesagt, das Mountainbiken wird das neue Skifahren, weil sicherlich Klimaveränderungen, Wetterveränderungen spielen da auch mit rein, aber es ist ein absoluter Massensport, der sich entwickelt. Und das ist auch gut so, weil er familiär betrieben werden kann, weil er mit Freunden betrieben werden kann und auch ganzjährig eben. Also wer da Informationen braucht, der bekommt die sicherlich über den Tourismusverband Erzgebirge. Also ich kann alle nur einladen, ins Erzgebirge zu kommen und die Erfahrung, die ich gemacht habe, selbst zu machen. Erkundigt die Strecken selbst, ja, sammelt eure Erfahrungen und habt auf jeden Fall viel Spaß in der Region.